Hallihallo, Hallöchen. Ja, wir machen heute mal Lava 3 mit ganz komischen Teams. Teams stelle ich dann nach und nach vor. Das ist Dirks Team, Flat, PK, Schnitter, Pirat und SK. Scar, Johnnys Team, Baum, PK, Schnitte, IC und PD. Die restlichen beiden schauen wir uns dann an. Ja, um was geht's uns heute? Wir wollen testen, kann man Lava 3 komplett ohne Heiler machen. Und deswegen haben wir uns jetzt mal getroffen. Und gucken mal, was passiert. Wie gesagt, wir haben keinen Gargoyle, keinen Ork, keinen Druiden, keine Pixie dabei. Wir haben ebenfalls nicht dabei Arktika, wir haben nicht dabei Aries. Wir haben lange nicht genug Streuung, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht sicher, könnte passieren. Wir haben keinen Ele dabei, cheaten tun wir eh nicht. Und ihr seht, ja, es läuft. So, ich muss die Line jetzt mal kurz schließen, damit es nicht ständig ins Bild huscht. Und ja, uns ging es eigentlich drum, ich wurde ewig oft gefragt, kann man Lava 3 mit einem GG, mit zwei GGs machen? Ja, jetzt haben wir einfach gesagt, wir machen es mal ohne. Dann ist die Frage, denke ich, beantwortet. Und von der Zeit her sind wir gut dabei. Die Dämonen hier sind schon im Leben recht weit unten. Er hier kippt eh gleich wieder. Der ist eh alt und hat Altersschwäche vermutlich. Ja, unser Trick, klar, wir heilen uns durch die Pets hoch. Wir haben alle Fisch und Anschi dabei. Ein bisschen Heilung braucht man, aber wie gesagt, wir haben keine heilenden Helden dabei. Außer ihr zählt Schnitter als selbst heilenden Helden dazu, dann haben wir einen, okay. Aber, oder Flat. Aber ihr seht, ich sehe hier keinen einzigen Grabstein. Läuft perfekt. Ich stelle jetzt auch die anderen zwei Teams nochmal vor, dann können wir nochmal restarten. Und ich lade auch gleich nochmal ein. Ja, halt statt. Ja, mein Team, ein Baum, ein Schnitter, ein SM, ein PD, ein PK und Erbalums Team, ein BM, eine Schnitte, eine Walle, ein PK und ein Molta. Ich muss dazu sagen, der Molta hat einen 5er Quick, also als Rune. Sonst würde das wahrscheinlich nicht so gut laufen, weil man muss am Anfang halt die Debuffs schaffen, damit... oh, das mal schaut es auch viel schlechter aus, muss ich sagen. Oh, oh, oh. Ja, zwei meiner Helden sind gekippt. Jetzt drei, jetzt vier. Jetzt sind es, oh, PK belebt sich wieder. Ja, wir haben nur noch einen PD am Start. Das wird diesmal, glaube ich, nicht so toll. Weil uns der Speed vorne und hinten fehlt. Also perfekt ist es leider nicht. Thank you.
Schade, schade. Ich überlege gerade, wie wir das noch ein wenig verbessern könnten. Ja, mit noch mehr Debuff eigentlich. Ja, das wird zeitlich nichts. Stellen mal ganz kurz was um. Und zwar nehme ich den Bersi-PD mit. Und gebe dem noch schnell eine Rune, die irgendwo wieder ist. Da. Und Blitzcrawl brauche ich nicht. Und probier's mal so. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Falls sie überhaupt noch mal kommen, die zwei. Hi. Ja, wenn sie jetzt nicht kommen, dann ich pausiere mal kurz, bis wir uns beraten haben und bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, wir haben jetzt mal unsere Kürbisse getauscht von den Evo 200 Quicken PTs auf die Devo irgendwas. Ich sehe gerade auch 200. Bersi PTs, falls einer kippt. Haben wir so auf jeden Fall genug Speed, auch nur mit einem. Und schauen wir mal. Okay, die Schnitte hat es diesmal etwas getroffen, den SM. Sonst erfüllen sich alle bester Gesundheit. Fast alle bester Gesundheit, da liegt ein Stein. Wer fehlt da? Der Flat fehlt. Okay, ein Flat müssten wir noch verkraften eigentlich. Aber ich denke, es ist auch so möglich, safe zu farmen. Vermutlich mit einem zweiten 5er Quicken Molta. Auf der Position hier vorne. Statt dem Flat müsste das vielleicht noch besser gehen. Ich kann mal einen Molter da kurz dann noch reinschmeißen, dass hier auch weniger Schaden kommt. Und dann müsste das echt so funktionieren. Also im Endeffekt, man kann Lava 3 machen, braucht keinen Gargoyle, Druiden oder so.
wenn man einen 5er Quickmolter hat und ja, ich denke, das läuft so. So, es klingelt kurz an der Tür. Ich mach mal Ton aus. Ja, perfekt. 45 Sekunden Rest und noch ein bisschen Leben. Ja, ich denke, einen machen wir noch. Und dann ist es auch gut. Ist klar, gell? Die zwei Kals hier grün, Mädels hier wieder hier lila und blau. Mann, 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 jedes Mal das gleiche bei Lava. So, einen machen wir noch. Dabei Dirk mal mit. Wo ist sein Molter da? Und los! Sind wir mal gespannt, ob das vielleicht ein wenig besser ist. Und ich muss nur mal kurz weg. Bis gleich. So, ja, wieder relativ wenig Verluste. Ja, relativ muss ich sagen. Sehe gerade schon, dass der Pirat und der SK down sind. Und warum sind die down? Wo sind sie hingerannt, die Pfeifen? Da hoch, okay. Ah, Zeitproblem soll es trotzdem nicht werden. Zwei Dämonen sind down. Ja, ich denke, das ist wieder mal ein schönes Wit. Ich bedanke mich bei Erbelum für die coole Idee und die Aufstellung.
Ich bedanke mich natürlich auch bei 543211 Dirk und Scar Johnny fürs Mitmachen bei so einem Blödsinn. Ich meine, es ist nie safe, dass wir da Wins erzielen. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuschauen bei so einem Käse. Und bis zum nächsten Mal. Na, geh schneller. Ciao, ciao.